Hallo, liebe Geschwister, willkommen zu unserer Sendung Die Stunde der Wahrheit. Heute, also in dieser Sendung, fangen wir so richtig, also traurig, da die ganze Welt gerade etwas erlebt, also dieses Coronavirus, und da sterben also so viele Leute in Italien, also überall. Die ganze Welt ist also komplett, ist also betroffen, also von dem Virus. Was möchte ich also heute mit euch also teilen? Herr, vor ein paar Jahren hatte ich also einen Bibelvers, Bibelverse bekommen in Hebräer Kapitel 12. Und damals hatten wir das so verstanden, also dass eine Krise kommt. Und ich bin nicht der Einzige, der so oft also von der Krise gesprochen hatte. Ich kann mich sogar erinnern, also letztes Jahr hatte ich so in meiner Familie erwähnt, also dass eine Krise kommt, aber ich dachte die ganze Zeit, also es wäre nur eine Krise also in Wirtschaft, also Bereich, Industrie und sowas. Aber heute sehen wir stehen einfach vor dieser Krise. Alle sind betroffen. Ich hätte nie gedacht, also dass diese Krise also aus ein Virus kommen sollte. Wir alle sind also überrascht. Ich lese mal also, was ich damals bekommen hatte. Das ist also in Hebräer Kapitel 12, ab Vers 25. Da steht: Seht zu, dass ihr denn nicht abweist, der da redet. Denn wenn jene nicht entkamen, die den abwiesen, der auf Erden die göttlichen Weisungen gab, wie viel mehr wir nicht, wenn wir uns von dem abwenden, der von den Himmel herredet. Dessen Stimme erschütterte damals die Erde. Jetzt aber hat er verheißen und gesagt: Noch einmal werde ich nicht nur die Erde bewegen, sondern auch den Himmel. Aber das noch einmal deutet die Verwandlung der Dinge an, die als Geschaffene erschüttert werden, damit die Unerschütterlichen bleiben. Deshalb lass uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, dankbar sein, wodurch wir Gott wohlgefällig dienen mit Scheu und Furcht. Denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Halleluja. Ich will nicht so lange sein. Aber damals, also als wir diese Verse also bekommen hatten, hatten wir uns also auf diese schütterliche und unerschütterliche Sachen konzentriert. Und da könnten wir, also damals hatten wir also verstanden, ja, es geht um die Krise. Da kommt also eine Krise und es wird also die ganze Welt erschüttern. Es wird uns also erschüttern. Aber wir hatten nie gedacht, dass es also durch ein Virus kommen sollte. Egal wie dieser Virus entstanden ist, egal was die Leute überhaupt also im Internet sagen, ja, es wurde im Labor gemacht oder irgendwas, also irgendwelche Theorie, keine Ahnung. Aber die ganze Welt ist erschüttert. Aber der Herr hat es schon also in seinem Wort also hier gesagt, er will die Erde und den Himmel erschüttern. Und wenn er das also schüttet, dann werden nur die Dinge, die unerschütterlich sind, bleiben. Nur die unerschütterlich sind, die da werden bleiben. Und der Herr sagt ganz klar hier in diese Verse, was er also mit diesen unerschütterlichen Sachen, also Dinge meint. Er meint hier, steht ganz klar, aber das noch einmal deutet die Verwandlung der Dinge an, die als Geschaffene erschüttert werden, damit die Unerschütterlichen bleiben. Deshalb lasst uns, da wir unerschütterliches Reich empfangen.
Also wir haben ein unerschütterliches Reich empfangen. Er hat also von dem Reich Gottes gesprochen. Lieber Geschwister, alle, die mich also jetzt hören, der Herr hat also hier gesagt, die Erde wird erschüttert, die ganze, alles wird erschüttert. Und nur die Dinge, die für das Reich Gottes, nur diese Dinge, die für das Reich Gottes sind, nur die da werden bleiben. Was sagt uns also diese Verse? Alles, also dass wir das Wichtigste erstmal so suchen sollten. Wir müssen nicht sollen, wir müssen das Wichtigste suchen. Und was sind die wichtigen Sachen? Nur alles, was also mit dem Reich Gottes zu tun hat. Nur diese Dinge. Aber merkt ihr nicht, seit dieser Coronavirus also gekommen ist, wir sind in Panik. Alle haben Angst. Angst vor sein, also alle die ihre, also von Gesundheit, vom Leben, von Geld, Industrie, überall, alles ist erschüttert. Die Leute leben in Panik. Was wird morgen kommen? Leute sterben und sterben und sterben. Aber der Herr sagt uns hier, wisst ihr, es gibt gar keine Dinge passieren also auf dieser Welt, ohne dass der Herr so, davon weiß. Er weiß das. Aber warum lässt er solche Sachen zu? Es ist einfach, damit alle, die ganze Menschheit einfach erkennt, was das Wichtigste ist. Und die Bibel sagt uns ganz klar hier, die Wichtigen sind die Dinge vom Reich Gottes. Wir sollen erstmal für diese Dinge trachten, diese Dinge suchen. Vom Herrn. Weil jetzt Angst und Panik, der Herr bringt uns also, damit wir in diese feste Beziehung mit ihm also kommen. Das ist das Wichtigste. Weil früher, lieber Geschwister, hattest du viel Beziehung, also deine Beziehung mit ihm wurde aufgebaut durch deine Gemeinde, durch die Kirche, durch deine Freunde, durch Verwandte oder irgendwelche Leute, durch Geld. Wie oft haben wir das gesagt, wie oft haben wir das also gepredigt? Hey, geht in eine feste Beziehung mit dem Herrn. Ich hatte das also vor ein paar Monaten schon gesagt. Was der Herr will, ist die Beziehung, die feste Beziehung mit ihm. Das ist, was er will. Aber er will, dass die Menschen sich also mit dem Schöpfer sich wieder versöhnen. Ich hatte von dieser Friede gesprochen, also die Predigt sind nur also auf unserer Internetseite. Der Herr will, dass die Menschen sich, also mit ihm, mit dem Schöpfer einfach versöhnen, weil die ganze Menschheit gerade nicht in Frieden mit ihm ist. Und das habe ich also so oft gesagt. Und jetzt stehen wir da und merken und wir stellen einfach fest, ups, das Geld, meine Gesundheit, alles, meine Arbeit, alles, was ich aufgebaut habe und. Plötzlich sind diese Dinge nicht mehr so wichtig. Das Wichtigste, mein Leben, das Leben, was passiert mit mir? Alle verstecken sich, oh Coronavirus, ja, das ist normal. Das ist normal, jeder muss also irgendwie drauf achten. Jeder. Die Maßnahmen, die da sind, sind für alle, nicht nur für Ungläubige, nee, für alle, sogar die Christen, alle müssen diese Maßnahme treffen. Hände waschen, Abstand halten, alles, was da gesagt wurde, das müssen wir tun. Aber wir stellen einfach fest, dass wir gerade erschüttert sind. Wir sind alle erschüttert. Die ganze Welt ist erschüttert. Alle, die Präsidenten, die Leute, die so viel Geld haben, stolz, erschüttert. Die Leute, die so mächtig sind, die sind alle erschüttert, weil der Coronavirus also kennt keine, geht überall. Jeder muss also aufpassen. Warum? Oh, mein Leben ist so wichtig. Mein Leben ist so wichtig. Der Herr erschüttert die ganze Welt. Alle einfach zu Hause. Und jetzt
müssen wir die Menschen, müssen wir uns also alle um die wichtigsten Sachen konzentrieren. Die wichtigen Sachen, wichtig für das Reich Gottes, die Dinge, die uns den Weg also aufmacht zum Himmel, die Dinge, die uns also irgendwie den Weg aufmacht, die in die Beziehung mit dem Herrn zu kommen. Wir sind erschüttert. Aber die Bibel sagt ganz klar, diese Erschütterung, ich rede nicht von einem Erdbeben, aber diese Erschütterung von alle unsere Finanzen, von unserer Sicherheit, von alle diese Erschütterungen. Es ist damit, die unerschütterlichen Sachen bleiben. Damit wir die unerschütterlichen Dinge erkennen. Und genau die da müssen wir machen. Das ist, was der Herr uns, das ist, was diese Coronavirus auch zeigt. Es mag sein, dass es viele Sachen gibt, aber das ist, was wir gerade erkennen. Diese Krise, die wir gerade erleben. Ich weiß nicht, also wie stark die Krise sein wird, wie viele Leute noch sterben werden, wie diese Ausmaß also sein wird. Wir wissen nicht, aber eins wissen wir gerade. Wir sind erschüttert. Die Erschütterung ist groß. Und es kann sein, dass es noch wachsen wird. Sogar die Präsidenten, die sogenannte starke Präsidenten, die das also am Anfang nicht erkannt hatten, die haben das also vernachlässigt, aber heute merken sie, die Leute sterben und sterben und sterben. Alle sind erschüttert. Alle. Der Herr spricht gerade und sagt, die Zeit ist gekommen, dass man sich also um die unerschütterlichen Dinge, das Reich Gottes, dass man sich um das Reich Gottes erstmal konzentriert. In Kolosser Kapitel 3, danke Heiliger Geist, in Kolosser Kapitel 3 steht da, dass man sich also erstmal ab Vers 1, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht das droben ist, wo der Christus ist, sitzen zu Rechten Gottes. Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Also, diese ganze Situation, diese ganze Erschütterungen bringt uns einfach zu suchen die Dinge, die droben sind. Das Reich Gottes, dass man sich also um das Reich Gottes kümmert und konzentriert. In Matthäus 6, also Vers 33, also dieser Vers kennen wir alle. Trachtet erstmal nach dem Reich Gottes. Erstmal das. Lieber Geschwister, wir sind erschüttert. Sogar die christliche Gemeinde, die Christen, die sich also immer versammelt hatten, die können sich nicht mehr versammeln. Der Herr will also, dass die Menschen sich erstmal mit ihm versammeln, weil früher, es gibt also viele Leute, die versammeln sich also mit dem Herrn, aber mit ihrer Gemeinde und, aber der Herr ist nicht da. Die dem Herrn gedient hatten, weil sie einen Dienst also in der Gemeinde hatten, weil sie die Kirchengebäude also geputzt hatten oder weil sie das und das gemacht hatten, dachten sie, dass es Gott dienen ist. Aber jetzt, alles ist zu. Was sollen wir denn jetzt tun? Beten. Sich versöhnen mit dem Herrn. Nicht die Zeit vor dem Fernseher bringen, im Internet und sein, so, nur einfach so rumsitzen. Nein, beten, lesen, die Bibel lesen und beten, für andere Leute beten und so weiter. Bußet und zurück zu dem Herrn. Sowas. Eine Beziehung mit dem Herrn aufbauen, damit man das Wichtigste erstmal tut. Sich um seine Familie kümmern, seine Frau oder ihr Mann oder so. Die Beziehung miteinander leben, die Liebe geben. Das sind diese Dinge, die uns also die Tür die Tür einfach aufmachen. Die Liebe fängt erstmal zu Hause. Aber was haben wir also früher gesehen? Die Leute, die sind so fromm in der Gemeinde, in der Kirche. Oh, oh. Und wenn sie daraus sind, haben sie keine Beziehung mehr also mit dem Herrn.
Die Beziehung war nur in der Gemeinde. Die Beziehung war nur in diesem Kirchengebäude. Aber jetzt alles zu. Wir sind erschüttert, liebe Geschwister. Erschüttert. Ja, okay, auf der Straße evangelisieren, oh, so draußen gehen und. Man dachte, und das sind das so viele Leute, die machen das und dann glauben sie, okay, sie sind, es ist alles okay. Aber zu Hause keine Beziehung mit dem Herrn. Und jetzt erschüttert, komplett erschüttert, damit die Leute erstmal eine feste Beziehung mit dem Herrn aufbauen. Das ist also, was dieser Coronavirus also uns antut. Das sind die Konsequenzen. Lieber Geschwister, wir sind erschüttert. Die Bibel hat davon gesprochen, dass wir erschüttert werden. Und es sagt ganz klar am Anfang, seht zu, dass ihr nicht abweist, der da redet. Der Herr spricht also in viele Wege. Und jetzt stehen wir da und wir sollen einfach zurück zum Herrn. Das haben wir jahrelang gesagt. Wir haben jahrelang die Leute gesagt, hey, was der Herr will, ist dein Herz, es ist dein Leben. Es ist nicht also, weil du so viel Geld gibst oder so. Nein, was der Herr will, ist dein Leben. Und jetzt sind wir einfach gezwungen zu schauen. Wir sind einfach gezwungen. Die ganze Welt muss zu Hause bleiben und nachdenken, okay, was mache ich also mit meinem Leben? Was ist überhaupt mit meinem Leben? Was ist? Seht ihr nicht zu, wer da redet? Er spricht gerade, komm zu mir, die Welt ist geschüttet, komm zu mir und trachtet nach die Sachen, die nicht erschütterlich sind. Halleluja, komm einfach. Die da so, ich sehe in Afrika, in vielen Ländern, die Leute, die haben so viel Geld. Die haben ihre Gelder also nur in Europa gebracht, also in andere Länder, haben keine Krankenhäuser gebaut und. Wenn sie krank waren, sind sie schnell geflogen nach Europa und dort wurden sie und jetzt können sie nicht mehr raus. Jetzt können sie nicht mehr raus und dann denken sie, okay, oh, was haben wir denn getan? Die Welt ist erschüttert. Die Pastoren, die immer, jeden Monat also auf Zehnte warten, oh, die Leute am Sonntag, die Leute werden kommen, so viel werden also Geld geben, damit ich was mein Auto kaufen und sowas, ja, heute nicht mehr. Keine Zehnte, keine Versammlung mehr. Was willst du denn tun? Aber jahrelang haben wir gesagt, dein Geld, das Geld ist wichtig, ja. Aber Zehnte muss man nicht mehr zahlen. Das haben wir so oft gesagt. Der Herr will dein Herz. Er will dein Leben. Und jetzt stehen wir da. Es ist, ich sehe das als eine Möglichkeit, sich wieder mit dem Herrn zu versöhnen. Wir wissen überhaupt nicht, was auf uns zukommt. Vielleicht werden noch mehr Leute sterben. Mehr und mehr. Sogar Christen. Denkt nicht daran, ja, okay, weil ich also ein Christ bin, also das will mich nicht also, berühren. Solange du diese Maßnahmen nicht triffst, solange du lebst, also einfach so lebst, wie du willst, und nicht die hygienischen Maßnahmen und Abstand halt hältst, dann wirst du auch getroffen. Also jeder muss aufpassen. Aber denk nicht daran. Wir müssen alle das Wichtigste tun. Uns mit dem Herrn versöhnen. Sich mit dem Herrn Yehoshua Mashiach versöhnen. Für ihn leben. Unsere Kinder, unsere Frau, unsere Männer und die Familien also einfach in Liebe leben. Die Liebe weitergeben. Weil jetzt will der Herr, unser Herr Yehoshua Mashiach, dass wir uns um die wichtigsten Sachen konzentrieren. Das Wichtigste, die Dinge, die uns da oben bringen. Dass wir das Leben nach dem Tod vorbereiten. Und es fängt jetzt an.
Wir wissen nicht, was morgen kommt, wie morgen sein wird. Wir haben keine Ahnung, wie diese Coronavirus also weitergehen wird. Nicht vergessen, die Bibel sagt, in dem Moment, wo alle sagten, Friede, 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 und da ist was passiert. Joshua Mashiach kommt, er holt seine Gemeinde. Wir müssen uns alle vorbereiten. Alle. Wir müssen uns alle vorbereiten. Durch Gebet. Die Zeit in dem Wort. Die Zeit mit der Familie. Und. Das Wichtigste tun. Ich bete. Ich bete für die Geschwister. Die Geschwister, die im Krankenhaus sind. Die hart arbeiten. Ich bete für alle, die sogar betroffen sind, die positiv getestet wurden, die sogar leiden darunter. Ich bete, dass der Herr sie heilt, dass der Herr sie besucht. Ich bete einfach für alle, damit wir in dieser Zeit die Kraft bekommen und sich mit dem Herrn, unser Herr Joshua Mashiach, versöhnen. Danke im Namen Joshua Mashiach.